Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder einen Adventskalender und zwar, ich bin ziemlich excited und zwar, den hatte ich letztes Jahr nicht dabei in meiner Adventskalenderrunde und zwar ist es der Alverde Naturkosmetik Adventskalender. Ich bin ja sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so lang und wir unboxen ihn. Übrigens werde ich euch unten auch verlinken, wo ihr erfährt meine Meinung, aber nicht, was für Produkte drinnen sind. So, wir beginnen mit der Nummer 1 und die befindet sich gleich hier und gucken wir mal, was da drin ist. Ich bin ja mal gespannt. Okay, und zwar ist es die Handcreme in Bio-Vanille und Weidenrinde. Das finde ich ist sehr praktisch. Also so eine Handcreme und dann natürlich auch mit weihnachtlichem Motiv da oben drauf. Finde ich sehr, sehr, sehr süß. Und ja, why not? Also das finde ich ist wirklich kein schlechtes Produkt und kann auch jeder verwenden. Number 2 ist hier. Jetzt gucken wir mal, was da drinnen ist. Okay, sehr spannend. Okay, sehr spannend. Und zwar ist das... Und zwar steht da nämlich Schaumbad Bio Aloe Vera. Und zwar ist das anscheinend eben wie so ein... Halt wie ein Duschgel, aber halt für die Badewanne, weil es ist liquidy. Weil ich dachte, es ist so ein Badesalz, aber das ist es eben nicht. Aber finde ich auch sehr, sehr cute und ich finde das auch sehr, sehr schön. Aber das finde ich generell bei den DM Adventskalendern, dass sie immer das Packaging sehr, sehr schön gestalten. Und das ist auch bei dem hier. So, jetzt gucken wir, was noch drin ist. Da, und zwar die Nummer 3. Gucken wir mal, was da... das sind zwei Sachen drinnen. Okay, sehr cool. Gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das verrutscht ist. Das könnte sein, dass in einem Türchen nichts drin ist. Und zwar haben wir hier die Lippenmaske mit Bio-Honig. Es könnte wirklich sein, dass das verrutscht ist. Weil ich kann mir schwer vorstellen, dass da wirklich zwei Produkte in einem drinnen sind. Also ich denke, das wird jetzt verrutscht sein. Also dass eben dieser Lipbalm von irgendeinem Türchen verrutscht ist. Aber kann passieren. Und dann habe ich auch noch die Pflegedusche im Bio-Lavendel. So sieht die aus. Auch finde ich sehr, sehr, sehr angenehm. Rieche ich gleich mal dran. Ups. Ja, riecht so richtig klassisch nach Lavendel, ja. Bei irgendeinem Türchen vermute ich, dass nichts dahinter sein wird. Aber das ist nicht die Schuld vom Adventskalender. Number 4. Ich vermute, dass sogar in der Nummer 4 jetzt nichts drin ist. Weil da... Nein, da ist sogar was drinnen. Okay. Ja, und zwar haben wir hier eine feuchtigkeitsspendende Maske. Finde ich auch sehr, sehr, sehr nett. Ja, warum nicht? Ja, sehr cool. Gucken wir mal, was in der Nummer 5 ist. Und zwar eine Fußlotion. Also bis jetzt, finde ich, sind das sehr, sehr praktische Produkte. Und zwar... Und der Vogel auf der Zuckerstange ist sehr süß. Das finde ich ist echt süß. Also ich finde... Ja, das bis jetzt bin ich... finde ich das sehr, sehr, sehr cute, muss ich dazu sagen. Ja, jetzt gucken wir, was in der nächsten Nummer ist. Und zwar die Nummer 6 ist hier ganz außen. Gucken wir mal. Boah. Da, okay, spannend. Und zwar ist es so ein Eye Roll-On und zwar mit Hyaluronsäure. Ist ja auch super praktisch, finde ich. Also, ja, warum nicht? Also, finde ich auch sehr, sehr, sehr nett. Number 7 ist down here. Gucken wir mal. Aha, was ist das? Und zwar ist es das Nutricare Shampoo in Biomandel. Ja, also ich meine, also das Praktische ist halt bei diesem Kalender, dass du halt so perfekte Reisegrößen halt bekommst. Ich rieche jetzt da mal dran. Also riecht jetzt nicht sehr viel, aber ist auch okay. Dann nach Nummer 7 kommt Nummer 8 und die ist gleich hier hinten. Gucken wir mal, was da drin ist. Okay, also sehr viele solche Fläschchen bekommen wir hier. Und zwar ist es die Spülung dazu. Okay, man bekommt da Pass. Oh, ich finde das Packaging immer so cute. Ich finde das sehr, sehr, sehr cute. Und ja, ich schaue mal jetzt, ob die Spülung mehr riecht. Na, also es riecht... Also ich weiß nicht, ich rieche da nichts. Aber kann auch sein, dass mein Geruchssinn nicht gut genug ist. Aber ja. Number 9 ist ganz hier hinten. Ups. Das ist eine Körperlotion. Und zwar in Rose. Also es sind nicht sehr winterliche Gerüche, aber winterliches Packaging. Oder weihnachtliches Packaging. So, jetzt gucken wir. Okay, doch, doch. Wenn man es aufträgt, riecht man schon. Es riecht nach diesem klassischen Rose-Geruch. Number 10 ist dieses kleine Türchen hier. Gucken wir mal. Okay, da ist wieder so Maske oder so. Ja, und zwar ist es eine Handmaske. Ist ja auch nicht schlecht, muss ich dazu sagen.
Und das riecht nach Cranberry und Paranuss. Das ist vielleicht ein bisschen weihnachtlich, aber ich weiß, ich habe keine Ahnung, was Paranuss eigentlich ist. Aber eine Nuss, denke ich mal. Nummer 11. Okay, Nummer 11 ist nichts drinnen. Das war vermutlich dieses Lippenprodukt. Nur so zur Info. Also da war, das ist so ein bisschen verrutscht, kann passieren. Und dann nach 11 kommt Nummer 12. Die ist hier oben. Gucken wir mal. Und da springt mich gleich auch ein maskenartiges Ding entgegen. Ah, noch ein Schaumbad. Und zwar in Brombeere. Sehr spannend. Ich finde das Packaging sehr cute. Die sind sehr, sehr süß gemacht. So, ich habe die Haare jetzt hochgegeben, weil ich fand, die Haare sind nämlich noch etwas nass. Und da... Oh Gott, jetzt habe ich hier ein Haar. Uah. So. Und zwar... Und dann werden die immer so... Schauen die so kaputt aus, obwohl sie es nicht sind. Aber sie werden wie Gummi bei mir, wenn sie nass sind. Und das finde ich schon schrecklich. Ansonsten hat mir jetzt die ganze Zeit gestört. Deshalb nur so zur Info, deshalb haben wir jetzt die Haare hochgegeben. So, jetzt gucken wir mal. Und zwar... Nach 12 kommt Nummer 13 und zwar das haben wir hier. Und zwar eine Körperlotion, auch in Lavendel. Haben wir nicht irgendwas anderes auch in Lavendel gehabt? Ja, die Pflegedusche. Und dann haben wir passend dazu die Körperlotion. Jetzt gucken wir mal, ob das fokussiert. Ja, sehr gut. Also, ist ja nicht schlecht. Ich hoffe, ihr appreciates die Kerze, die da im Hintergrund brennt. Ich mache hier Risiko, weil ich habe mir ganz gedacht, so mit den Haaren ist eh unpraktisch, wenn sie so offen sind. So, also damit das hier nicht aufgeht, machen wir das zu. So. 14, where are you? There you are. Okay, es ist auch verrutscht, aber das schiebe ich hier raus. Und zwar ein Fußpeeling, und zwar Ingwer und Zitrone. Das finde ich ist ja nicht schlecht. Also so Fußpeelings und sowas finde ich sehr, sehr praktisch. Yes, also bis jetzt ist nichts dabei, wo ich sage, oh, das kann ich nicht verwenden. Oh. Also überhaupt sehr, sehr praktische Produkte, auf jeden Fall. Jetzt gucken wir aber noch, was ist es. Es ist ja noch nicht vorbei. Wir sind ja noch nicht bei Heiligabend oder so. Es sind noch ein paar Tage, beziehungsweise noch eine Woche ist noch Zeit, oder? Ja, eine Woche, genau. So, und dann gucken wir hier, nennen sogar mehr wie eine Woche. Okay, jetzt müssen wir hier die Nummer 15 aufreißen. Okay, da haben wir wieder ein maskenartiges Teil. Das, denke ich, ist jetzt sogar eine Gesichtsmaske, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, es ist eine Fußmaske. Aber die Gerüche verteilen sich so in verschiedene Produkte, weil wir haben jetzt wieder Cranberry und Paranuss. Also es sind wirklich, die Gerüche kommen dann in mehreren Produkten vor, aber finde ich ja auch nicht schlecht. Also gucken wir mal, what's next up? 16 haben wir hier drüben. Und was haben wir hier? Die Cremedusche in Baumwolle und Mandel. Auch sehr, sehr, sehr cute. So kann man ja auch auf jeden Fall gebrauchen. Jetzt gucken wir, what's next? 17 ist hier oben. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Und zwar ein Waschgel, auch für mich sehr, sehr praktisch. Und grüner Tee, das mag ich ja auch, diese Kräuter, also Teebaumöl oder grüner Tee, das finde ich ist immer eigentlich sehr, sehr, sehr nice. Also ja, kann ich definitiv auch gebrauchen. Also finde ich auch definitiv nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch finden. Und zwar nach 17 kommt 18, die ich gerade nicht sehe. Wo ist 18? 18, where are you? Also ohne Spaß. Bin ich jetzt blöd? Da, ganz klein und versteckt hier. Aber ich habe sie gefunden. Es wäre ja lustig, wenn man einen Adventskalender eine Zahl vergisst. Also nicht für einen, für den Kunden, aber ich fände es irgendwie wäre es doch lustig. Dann haben wir eine Feuchtigkeitsmaske und zwar Kaktus, Feige und Vanille. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Also kann man auf jeden Fall auch gebrauchen. Feuchtigkeit, vor allem in diesen kälteren Jahreszeiten oder Jahreszeit, in der wir uns dann dem oder Jahreszeiten, weil Herbst und Winter. So, und wir sind ja noch im Herbst eigentlich. So, dann haben wir nach 18 kommt Number 19. Und wo ist meine wunderschöne 19? Da ist sie. Beim Lebkuchenhaus. Gucken wir mal. Das ist wieder vielleicht ein fürs Schaumbad. Ja, es ist wieder ein Schaumbad. Und zwar in Mandarine. Mandarine ist, finde ich, sehr, sehr weihnachtlich.
Vor allem bei uns Deutschen slash Österreicher, vermutlich auch Schweizer, halt diese Mandarine mit diesen Dingern drinnen. Das ist halt, finde ich, generell, oder Punsch oder sowas halt sehr, sehr, sehr weihnachtsverwandtlich ist hier. Gucken wir mal. Okay, da wird vermutlich jetzt auch, oh, das war vermutlich die 24, die hier runtergerutscht ist. Ups. Und zwar in der 24, glaube ich, war die Mascara drinnen. So, ups, dann haben wir im 24. Türchen jetzt nichts. So ist das manchmal bei mir. Und zwar im 20 war definitiv die Pflegedusche auch in Mandarine drinnen. So. Und ich zeige es euch jetzt trotzdem. Und zwar ist es die Mascara All-in-One Multi-Talent. Und bin ich gespannt, die auszutesten, auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist das Türchen 24, was ich hier jetzt in meiner Hand halte. Aber gut, dann haben wir halt, ist halt blöd, wenn es halt wirklich passiert, wenn man ihn halt wirklich öffnet. Und dann bekommt man am 24. nichts. Also, das ist halt blöd. Deshalb beim Transport vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich war nicht so, habe anscheinend nicht so gut aufgepasst. Und deshalb ist das hier so ein bisschen durcheinander. Also da vielleicht ein bisschen aufpassen. Oder es war schon so im Geschäft, wie ich es gekauft habe. Das kann halt immer passieren. Also, aber das ist natürlich blöd. Aber da kann da halt der Adventskalender in dem Sinne nichts dafür. Jetzt gucken wir halt die 21. Und zwar sind Duschpeeling. Duschpeeling sehr, sehr praktisch. Ich werde das, glaube ich, denke ich, sogar in die Dusche jetzt dann demnächst packen. Weil meins ist gerade leer geworden. Und ja, sehr praktisch. Liebe Duschpeelings. Auch ein Produkt, was man super benutzen kann. Gleich daneben haben wir die 22. Also man macht mit Adventskalender aufmachen, macht man wirklich schön die Nägel kaputt. Aber die sind etwas robuster zum Glück. Und da haben wir eine Haarmaske. Ja, warum nicht? Und zwar ist es in Kurkuma und Orange. So. Und ja, finde ich auch. Ja, ich bin jetzt halt nicht so der Haarmaskentyp, weil ich es ein bisschen mühsam finde. Aber an und für sich ist das halt sehr gut für die Haare. So, jetzt gucken wir mal. Nach 22 kommt 23 hier. Gucken wir mal, was da drin ist, wenn ich es aufbekomme. Ja, und zwar ist es eine Körperlotion in Vanille und Weidenrinde. Also sind, finde ich, sehr, sehr spannende auch Gerüche. Ich habe keine Ahnung, was Weidenrinde ist. Also vom Geruch her kann ich mir darunter jetzt nicht sehr viel vorstellen. Aber ja, warum nicht? Ich rieche jetzt mal dran. Also sowas passiert immer bei mir. Ich trage das jetzt hier mal drauf. Es riecht sehr angenehm. Sehr angenehm. Sehr angenehm, finde ich, riecht das. Kann es gar nicht beschreiben, aber vielleicht ein bisschen naturkosmetikmäßig. Aber trotzdem angenehm. Bisher nach Nuss riecht es. Aber ja, ist ja nicht schlecht. So, ich vermute jetzt, dass in der 24 nichts drin sein wird. Also, ich mache es jetzt trotzdem auf, aber ja, genau. Also, in der 24 ist jetzt nichts drin, weil es war die Mascara. Das ist halt ein bisschen blöd. So, ich werde das jetzt so machen. So, meine lieben Leute. Und zwar, ich werde jetzt hier nicht den Wert ausrechnen, dadurch, dass ich es nicht ganz korrekt ausrechnen könnte, denke ich. Weil halt gewisse Produkte, ich weiß gar nicht, ob es die halt im Sortiment in dem Sinn halt auch gibt. Und ich an und für sich finde, das muss jeder halt für sich auch persönlich entscheiden, ob er da findet, dass das Ganze das wert ist oder nicht. Ich persönlich werde sagen, die Produkte, die ich in diesem Adventskalender bekommen habe, sind super alltagstauglich, sind super Produkte, die ich verwenden kann. Es erinnert mich sehr, sehr stark an den Balea Adventskalender, nur dass ich das Gefühl habe, das ist mehr erwachsen und der Balea Adventskalender ist halt mehr so für Teenager, ein bisschen mehr jung, ein bisschen mehr so auch Sticker oder sowas sind halt drinnen, also ist, ihr versteht, was ich meine, ist ein bisschen mehr so funky, dieses, da gab es ja dieses rosane Haarband, letztes Jahr war da dabei und sowas ist halt mehr da drin. Hier sind wirklich diese praktischen Produkte, kannst du wirklich gebrauchen, aber auch wirklich hübsch gestaltet vom Packaging her mit den Motiven und so. Ich finde es sehr, sehr, sehr hübsch. Muss dazu sagen, ich habe eigentlich nicht sehr viel negativ zu sagen. Man muss halt nur persönlich entscheiden, welcher Adventskalender einem mehr anspricht. Ich muss dazu sagen, ich finde eigentlich beide sehr ansprechend. Ich werde nächstes Jahr, denke ich, den auch wieder besorgen, weil ich eigentlich finde, auch fürs Preis-Leistungs-Verhältnis, ich finde, es ist es wert. Ich persönlich sage,
Ich finde, das ist es wert, das ist die Experience. Diese Adventskalender werden halt auch wirklich extra für die Weihnachtszeit gestaltet. Das heißt, dieses Packaging, also alles wird halt extra wirklich für die Adventskalender geprintet. Und das ist halt bei vielen Adventskalendern nicht der Fall. Da geben die Marken einfach sozusagen ihre permanenten Produkte rein und vielleicht manchmal ein Special-Produkt wurde extra für den Adventskalender sozusagen produziert. Aber die sind halt alle extra für den Adventskalender produziert. Also vielleicht nicht alle, aber die meisten davon. Und das finde ich persönlich mag die sehr, sehr, sehr gern. Also ich bin wirklich ein großer Fan von den DM, generell von den DM Adventskalenders. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und die Produkte haben auch die Qualität, die ich sehr, sehr gern habe. Ich finde, DM hat sehr, sehr gute Produkte für die Qualität und vor allem für den Preis, den du dafür bezahlst. Also ich bin ja, ich glaube, wie die meisten von uns DM oder generell Drogeriemarken, we love it, weil es halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmt. Es gibt so viele Produkte, wo du so viel zahlst und denkst dir so, hätte ich jetzt auch das vom Balea nehmen können. Das ist bei mir oft halt der Fall. Und jetzt ist das natürlich Alverde und nicht Balea, aber es ist halt trotzdem DM in dem Sinn. Und wie gesagt, ich fand den Adventskalender toll. Ich finde die Produkte toll. Ich kann mit jedem einzelnen Produkt was anfangen und das finde ich super. Und wie gesagt, dann liegt es in euren Händen, welcher Adventskalender es bei euch dieses Jahr wird. Würde mich auch super interessieren, welcher Adventskalender es bei euch wird. Also gerne mir das mitteilen und so. Ich meine, es kommen natürlich bei mir noch Adventskalender-Videos, weil mir macht das riesen Spaß. Ich liebe es, Adventskalender zu öffnen. Ich liebe auch die Adventszeit. Ich finde das ganz magical. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, achso, das war ein bisschen früh. Ich sollte mein eigenes Outro wissen. Nochmal. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!